Wir spielen mit dem Planeten und die Kinder müssen es ausbaden. Der Klimaforscher Mujib Latif wirbt unermüdlich dafür, endlich mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, der regelmäßig sein Wissen an Kinder weitergibt. Die Spezialität des Meteorologen und Ozeanographen? Er erklärt komplexe Phänomene so, dass jedes Kind sie versteht. Warum sind die Ozeane eigentlich so wichtig für das Klima? Die Ozeane sind wirklich der Klimamotor. Was meinen Sie eigentlich mit Klimamotor? Ja, Klimamotor heißt, dass wenn sich das Klima ändert, also von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, meistens Änderungen der Meeresströmung dafür verantwortlich sind. Mujib Latif arbeitet am GeoMar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er ist der Experte für den Einfluss von Meeresströmungen aufs Klima. Als junger Forscher erstellt er erstmals ein Computermodell für das Klimaphänomen El Niño, das sich alle paar Jahre im Pazifik zusammenbraut. Und er kann es erstmals auch vorhersagen. Hier entwickelt sich jetzt der El Niño, hier Temperaturanomalien von über 5 Grad über dem langjährigen Mittelwert. Das wirkt dann wie eine gigantische Reisplatte für die Atmosphäre und bringt dann sozusagen das Weltklima durcheinander. Die Folgen sind Dürren und Wirbelstürme im pazifischen Raum. El Niño bringt Latif schon früh große Anerkennung. Er macht mittelfristige Klimaschwankungen zu seinem Forschungsthema und warnt schon früh vor dem Klimawandel. Wir müssen es schaffen, die Emissionen global etwa auf dem heutigen Stand einzufrieren. Wenn wir dieses Warnsignal nicht ernst nehmen, dann werden wir den Ozonschwund in der Stratosphäre nicht mehr aufhalten können. Auch wenn das Klima eine Bank wäre, hätte man es schon längst gerettet. Mujib Latif wächst in Hamburg auf, wo sein Vater, ein Pakistani, Imam an Deutschlands drittgrößter Moschee ist. Latif wollte nie nur Forscher oder gar Wetterfrosch sein, sondern als Wissenschaftler etwas in der Gesellschaft bewirken. Mein Traum war eigentlich immer, tatsächlich den nächsten Sommer vorherzusagen oder den nächsten Winter vorherzusagen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil man dann auch Katastrophen verhindern kann. Ja, wenn ich an die gigantische Flut in Pakistan denke, wo unzählige Menschen gestorben sind, wenn man so etwas schon vorher wüsste, dann könnte man schon versuchen, ein paar Maßnahmen zu ergreifen. Trotz Klimawandel will Latif natürliche Klimaschwankungen nicht verheimlichen. Auch diese Schwankungen verursachen große Katastrophen und lenken ab vom Klimawandel. Latif schuf Modelle, die erklären, warum uns der Klimawandel eine Atempause gibt. Er streitet auch gern darüber, denn sonst gibt es keine neuen Erkenntnisse. Forschung ist immer ein Abenteuer, egal ob man zur See fährt oder ob man am Computer sitzt, so wie ich. Wir erschaffen uns im Computer eine virtuelle Welt, virtuelle Ozeane. Und ich kann Ihnen sagen, die sind genauso spannend wie die realen Ozeane. Als Mujib Latif veröffentlicht, durch natürliche Klimaschwankungen werde es für ein paar Jahre kühler, nicht wärmer, wird gleich eine neue Eiszeit ausgerufen. Das wurde dann völlig missverstanden, zum Teil natürlich auch bewusst missverstanden. Und auf einmal bekam ich Glückwunsch-E-Mails, ja, dass ich nun endlich konvertiert sei, zu den Klimaleugnern gehöre. Aber da ist mir eines bewusst geworden, wir müssen viel besser in die Öffentlichkeit kommunizieren, dass es eben auch die natürlichen Klimaschwankungen gibt und dass es nicht immer nur in eine Richtung geht. Mujib Latif tritt viel in den Medien auf. Neben wissenschaftlichen Arbeiten schreibt er viel über den Klimawandel und die Ozeane für ein breites Publikum. Fragen gibt es viele. Lieben Sie eigentlich die Ozeane? Ja, ich liebe die Ozeane, denn wenn man sich ein bisschen mit den Meeren beschäftigt, dann versteht man auch, was selbst in großen Tiefen passiert. Da gibt es ganz fantastische Tiere. Und wenn man das alles mal gesehen hat, dann muss man einfach die Weltmeere lieben. Mujib Latif will nicht, dass wir die Meere weiterhin als Müllkippe benutzen und als Supermarkt, in dem keiner zur Kasse gebeten wird, weil die Ozeane niemandem gehören. Wie für das Klima fordert er internationale Schutzverhandlungen für die Meere. Also erstens darf das Meer nicht einfach eine Mülldeponie sein. Stichwort Plastikmüll. Zweitens, wir müssen aufhören, die Meere zu überfordern. Stichwort Fischfang. Viele Meeresgebiete sind heute schon überfischt
Und das Dritte, wir müssen die Meere einfach wieder schätzen lernen. Die Meere sind nicht einfach nur da und sind nicht nur dafür da, dass sie uns Dienste leisten, sondern unser Leben hängt von dem Wohlergehen der Meere ab. Niemand kennt die Zerstörungen so gut wie Mujib Latif. Doch er ist unverbesserlicher Optimist. Er ist sich sicher, dass Meere und Klima gerettet werden. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, Politik hin, Politik her, dass diese Dynamik bei den erneuerbaren Energien, denn die, um die geht es letzten Endes, einfach nicht mehr zu stoppen ist. Ja? Und am Ende des Tages könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann die Klimaverhandlungen gar nicht mehr brauchen, weil sozusagen die Dynamik bei den erneuerbaren Energien so schnell gegangen ist, ja, dass diese Verhandlungen obsolet werden. Ja! Kinder brauchen einen intakten Planeten für ihre Zukunft. Wir sollten also nicht weiter mit unserer Erde spielen. Dafür sollte die Politik bei der Klimakonferenz in Paris sorgen.